Maxi, viel Spaß. Die Nummer hat schon Legendenstatus und natürlich auch muss jetzt was dahinter kommen, ne, von ihm. Nicht nur Bank drücken, sondern auch Tore schießen. Eingedacht, die Werder-Show. Und damit herzlich willkommen, eingedeicht, die Werder-Show mit mir, Timo Strömer, und heute wieder mit Björn Knips, Chefredakteur der Deichstube. Wir alle wissen, was für ein Typ er ist. Und er macht einfach da weiter, wo er aufgehört hat. Nämlich hier bei uns auf dem Eingedeicht-Sofa. Hi, moin Björn, schön, dass du dabei bist. Ja, moin, schön, dass ich wieder da sein darf. Wir haben heute eine ganze Menge mal wieder vor. Wir sprechen natürlich über den SV Werder Bremen und die Dinge, die Fans des SV Werder Bremen beschäftigen. Wir lösen auf, wer eines der letzten Lachs-Trikots bei uns hier gewonnen hat, verschenken ein Trikot von Neuzugang Maximilian Philipp, sprechen mit Ivan Klasnic über Lust und Last der Rücken Nummer 17 und das Ganze präsentiert von unserem strategischen Partner Hotel Atlantic Jus. Also stellt euch bitte ein auf eine 45 Minuten Feuerwehranstaltung. Geht also los jetzt. 2:0, Björn, zuletzt gegen den VfB Stuttgart. Werder Bremen, geil, 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 geil. Irgendwas auszusetzen eigentlich? Nee, überhaupt nicht. Ich habe mit ganz vielen Leuten gesprochen, die alle gesagt haben, sie hätten es nicht getippt. Ne? Hat kaum einer irgendwie auf Werder gesetzt, weil sie dachten, oh, war zwar super gegen Wolfsburg gewonnen zu haben, aber irgendwie haben sie nicht so ganz dran geglaubt. Und, aber souveränes Ding, ne? Hat super funktioniert, auch weil Jens Day gerade super funktioniert. Vater musste werden. Vater dann musste läuft werden. Das. Dann läuft es. Weißt du ja auch, ne? Seitdem du jetzt zum zweiten Mal Papa geworden bist. Läuft es ja auch bei mir endlich mal so richtig. Ja. Und auch Marvin Ducksch voll in der Spur? Oder ist das jetzt ein bisschen zu viel? Ja, voll in der Spur weiß ich nicht. Das war ja kein gutes Spiel von ihm. Aber ein unglaublich geiler Treffer, ne? Also, Weltklasse. Das 40-köpfige Team hat mir hier für einen ziemlich schlechten Gag so eine neue Keramik hier verpasst. Ich setze sie jetzt einfach mal ein, weil euch da draußen dürfte aufgefallen sein, dass Marvin Ducksch sich hat eine neue Klopp-Keramik zimmern lassen. Aber er spricht besser damit. Er spricht sehr viel besser damit. Soll hier auch überhaupt kein Body-Shaming sein? Sieht ja klasse aus, ist ja Body-Lopulei. Schieben gut, oder nicht? Ich spare mir das. Ich muss ja immer in dem Moment daran denken, dass das doch arschweh getan haben muss, oder? Ich gehe nicht gern zum Zahnarzt, du ja auch nicht, ne? Nee, ich weiß nicht, wie das im Detail funktioniert, aber mit der neuen Keramik, Marvin Ducksch hat ein wunderschönes Tor geschossen. Achso, ich dachte, der sagt ein wunderschönes Lächeln jetzt. Hat jetzt auch ein wunderschönes Lächeln. Wunderschön, wunderschön. Lass uns darüber sprechen, dass der SV Werder Bremen, ja, kann man das so sagen, 4 Spiele in Folge vor dem Spiel gegen den VfL Wolfsburg nicht gewonnen hatte. Kann man das Krise nennen? War das eine Krise? Das ist plakativ, aber das bringt uns in unserer Arbeit überhaupt nichts. Ergebniskrise. Es war das dieses Zwischending, ne? Ja, Ergebniskrise, ja, das klingt immer besser. Das war schon eine Situation, wo man so ein bisschen das Gefühl bekam, jetzt könnte es kippen. Ne, verlierst du gegen Wolfsburg, war ja nicht unwahrscheinlich, die hatten vorher alles wegrasiert. Und dann fährst du nach Stuttgart und dann ist es auf einmal so ein, boah, die könnte ich da unten wieder richtig reinziehen. Es kam ganz anders. Und an wem hat es gelegen, außer Stay und eben Marvin Ducksch, an Magic Werner? Und das hat mich insofern wirklich beeindruckt, dass Magic Ole Werner für mich bewiesen hat, dass er tatsächlich auch Krise kann. Also ist ja immer so ruhig geblieben, das wird ja auch mal herausgestellt und ich finde, völlig zu Recht hat das alles sehr gut durchmoderiert. Und auch wenn wir vielleicht in der Deichstube ein bisschen heißer wurden, ein bisschen unruhiger, hat er sich davon natürlich nicht beeindrucken lassen. Wenn man nach dem 1:7 in Köln hatte man schon so ein bisschen das Gefühl, dass er so, so ein ganz klein bisschen angefasst ist. Da gab es diese Bittenkurt-Geschichte, ne, der gesagt hat, oh, wir wussten alles von uns und wir machen nichts und das sollen wir ja alle falsch interpretiert haben, okay, heißt es jetzt. Habe ich gestern auch schon wieder gehört, also das hört man ja häufiger. Lassen wir das mal so gelten, aber letztendlich ist Ole Werner ganz cool geblieben. Hat auch im Umgang mit der Mannschaft, glaube ich, sich ja nicht so viel verändert. Sie haben es deutlich angesprochen, das hat er gesagt, das nehmen wir ihm auch ab, aber Ruhe bewahrt, hat sich ausgezahlt. Wobei er schon ein paar Veränderungen vorgenommen hat, ne? Also ja, aber auch zwangsläufig. Musste ja Mitchell Weiser ersetzen. Nee, aber jetzt auch vor diesem Wolfsburg-Spiel da mal, oder auch schon vor dem Union-Spiel, Niklas Stark auf einmal zum Abwehrchef zu machen, das ist schon eine gravierende Veränderung. Damit hatten wir ja alle gerechnet vor der Saison.
als der geholt worden ist, dass der Abwehrchef wird, also in der Mitte spielt von der Dreierkette und Veljković dann rechts sich mit Pieper um den Platz streitet. Jetzt ist Veljković raus und Pieper ist im Moment der rechte Innenverteidiger. Damit war nicht zu reden, das war schon eine entscheidende Umstellung. Und Grosso. 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 Was ist mit Grosso? Spielt halt. Spielt halt und macht das auch sehr gut oder gut. Da werden sich jetzt alle wieder unten drunter, ne, wieder das Maul zerreißen. Ja, aber uns halt nicht. Ja, unsere Community ist ja sehr aufgeräumt, so will ich es mal sagen. Bei uns wird ja nicht drauf eingeprügelt. Na, weil du hier für eine ordentliche Stimmung sorgst. Richtig. Ne? Für Etikette. wie so oft tatsächlich. Aber ja, ich finde auch, er macht das, oh, jetzt wird es dann doch irgendwie gemein, im Rahmen seiner Möglichkeiten sehr gut. Er interpretiert seine Rolle halt schon ein bisschen vorsichtiger. Ich glaube, das war auch in dem Spiel jetzt gegen Stuttgart ein, zwei Mal zu sehen. Da wünscht man sich schon, ich glaube, Sandro Wagner als Co-Kommentator bei The Zone hat das auch gesagt, mal so ein bisschen mehr riskanteren Pass nach vorne und Füllkrug und so, hat er auch drauf gewartet. Macht er nicht, dann lieber quer oder einmal zurück. Aber der Erfolg gibt ihm recht. Also sie gewinnen zweimal. Und defensiv ist halt extrem wichtig und Sandro Wagner hat auch nochmal erwähnt, ist nicht einfach als alleiniger Sechser das zu machen und er macht's gut und er macht's erfolgreich. Ich habe eine Nachricht gekriegt hier gerade, Push-Nachricht. Oh, warte mal. Was eben denn? Oh, guck mal, Christian Groß hat verlängert, so wie wir schon geschrieben hatten. Jetzt cool. Ist es jetzt perfekt. Ja, geil. Wir freuen uns natürlich. Wir halten fest, der SV Werder Bremen funktioniert, gerne weiter so. Ich würde sagen, erstmal kleines Deck und dann schauen wir auf die Tabelle. Sehr gerne. Was ich nicht mache, ich gucke nicht auf die Tabelle. Weil das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, das habe ich in Köln nicht gemacht, das habe ich in Kiel nicht gemacht, das habe ich in Darmstadt auch nicht gemacht. Wir aber schon. Ah, schönes Bier. Nummer eins für dich, Björn. Und natürlich gönne ich mir auch eins. So, darf ich bitten, Kurt? Oh, können wir nicht mal was anderes trinken? Weil immer Bier, geht nicht auch mal Wein? Nee. Rotweintrinker, leidenschaftlicher bin ich nicht. Also das schon mal, kann ich schon mal ausschließen. Ja, Wohlsein. Geht auch gut, Björn, geht auch gut. Jo. Und die kurzen, wo sind die hier? Kommst du da ran? Ja, ich komme da ran. Warte mal auf. Gar nicht so einfach. Schön über. Dankeschön. Tablet. So. Prüsterchen. Jawohl. Ganz hervorragend. Jetzt der Blick auf die Tabelle. Und wir sehen der glorreiche SV Werder Bremen auf Platz 8 mit jetzt 27 Punkten aus 19 Spielen. Das hat es ewig nicht mehr gegeben übrigens. Ja, komme ich gleich dazu, weil der Vorsprung auf Tabellenplatz 16, jetzt 11 Zähler. Interessiert mich nicht. 16. ist Stuttgart mit eben diesen 16 Punkten, vor Hertha BSC mit 14 Punkten und der FC Schalke 04 auf Platz 18 mit nur 11 Punkten. Schauen wir vielleicht noch ein bisschen nach oben, denn Werder, wie gesagt, 8. hat nur 2 Punkte Rückstand auf den VfL Wolfsburg. Die sind 7. mit 29 Zählern hinter dem SC Freiburg. Die Freiburger haben 34 Punkte. Sieht doch geil aus. Sieht doch schön aus da in der Tabelle. Krass. Echt krass. So, und du hast es jetzt schon so ein bisschen angedeutet, ne? Willst du nochmal den Klassenerhalt ausrufen, eigentlich? Björn? Boah, wie oft ich mir das jetzt schon wieder anhören muss. Ne? Ja. Ist mir auch ein bisschen unangenehm. Aber ich vergleiche es immer mit Frank Mill, der mal den Pfosten getroffen hat, als das leere Tor treffer. Der muss ja sich ja auch sein Leben lang angucken. Ist halt so, wenn du Scheiße gebaut hast, hast du Scheiße gebaut. Ja, darf man hier so sagen. Ne? Da hier dürfen wir im Grunde genommen alles deswegen sagen. Deswegen mache ich das aber auch nicht mehr. Ich lerne ja. Ja, also es ist wirklich so, Thomas Helmer mit diesem Phantomtor hat mal gesagt, hat irgendwie gefühlte 100 Jahre Fußball gespielt und das Einzige, was hängen geblieben ist bei den Leuten da draußen, ist dieses Phantomtor. Bei dir ist es womöglich ja, der Ausruf des Klassenerhalts und am Ende ist der SV Werder abgestiegen. Ich schmier das jetzt auch so aufs Brot. Ja, ist mir ein bisschen unangenehm, Björn. Das Einzige, was mich an dieser wunderschönen Tabelle ein bisschen beunruhigt, ist, dass Ole Werner auch keinen Bock hat, auf die Tabelle zu gucken. Was? Gerade. Ja, ist so. Wir hören mal rein. Auch am 19. Spieltag macht es noch keinen Sinn, großartig auf die Tabelle zu gucken, sondern einfach den Blick auf die eigene Leistung zu haben, sich weiterzuentwickeln als Mannschaft und
der Blick auf die Tabelle kann dann dieses Jahr irgendwann mal im April vielleicht erfolgen, wobei die Saison ja dieses Jahr noch ein bisschen länger ist. Deshalb vielleicht auch erst Anfang Mai, macht das vielleicht erst Sinn. Puh, Anfang Mai erst, da müssen wir noch ganz schön lange nicht auf die Tabelle schauen. Wir wissen ja alle, wie das mal ausgegangen ist, wenn man nicht auf die Tabelle schaut. Aber jetzt glaubst du ja wohl nicht, dass der nicht auf die Tabelle guckt. Der wird doch auch am Sonntagabend auf die Tabelle geguckt haben und gesagt haben, das war mal ein Schritt. Also nehme ich ihm nicht ab, dass er es nicht tut, dass er es öffentlich nicht sagt. Lügt auch nicht, also, aber das muss, das werden alle Werderaner, wie es so schön heißt, werden das getan haben und tief durchgeatmet haben, weil das ist für einen Aufsteiger absolut bemerkenswert. Also Platz 8 mit so vielen Punkten und der Vorsprung kommt noch dazu. Ich sage jetzt nicht, dass das schon reichen bitte könnte. Nicht, bitte tu es nicht. Genau. Das weiß ich, das mache ich nicht mehr. Aber es ist schon, also muss man echt den Hut ziehen. Spare ich mir jetzt. Magic Werner liefert, wie gesagt, ab. Und ich glaube dem Mann tatsächlich alles. Ole Werner, du kannst alles mit mir machen. Das nur mal ganz kurz. Aber ich weiß nicht, geil, ob er das will. Nee, im Zweifel nicht. Macht auch nichts. Bodenlos. Aber ich habe mich so ein bisschen auf Recherche begeben, beziehungsweise das 40-köpfige Team. Du erinnerst dich ganz bestimmt noch, dass Thomas Schaaf, wenn er über sein SV Werder Bremen gesprochen hat, ganz viele Dinge mit Dinge beschrieben hat. Nein, überhaupt nicht. Ist mir völlig entfallen, natürlich. Also Thomas Schaaf hat wirklich sehr, sehr oft Dinge gesagt. Zeigen wir mal kurz, hören wir mal kurz rein. Dinge. Und es gab sogar mal 2013 einen Artikel in der Zeit dazu mit dem wunderschönen Titel Der Herr der Dinge vom geschätzten Kollegen Sven Bremer. Kennst du auch noch, ne? Ja, klar. Ja, also auffällig, ganz bestimmt. Und jetzt hat sich das 40-köpfige Team ins Internet gewagt und hat sich mal angeguckt, wie das tatsächlich Ole Werner handhabt mit den Dingen. Und das ist dabei rausgekommen. Dinge. Eine ganze Menge Dinge. Aber ist dir aufgefallen, dass Wernersche Dinge, ja, es ist viel kürzer. Kürzer, ne? Dinge. Also er sagt nicht Ding, aber dieses E ist sehr kurz. Ja, ich will noch kurz einmal das 40-köpfige Team an dieser Stelle loben. Ich kann mir vorstellen, wie viel Arbeit das ist. Über 4 Stunden, habe ich mir sagen lassen, Internetvideos zu scannen, um Dinge rauszusuchen und dann daraus diesen Bums zusammenzuschnibbeln. Das macht im Zweifel keinen Spaß, aber ich finde, die Arbeit hat sich dann am Ende des Tages tatsächlich gelohnt. Gutes Ding. Und jetzt können wir das noch ein bisschen weiterdrehen. Macht man ja so, ne? So eine Geschichte weiterdrehen, Björn, du kennst das. Du bist ja jemand, der überhaupt nicht mehr aufhört zu drehen, ne? Richtig, ich drehe ja komplett einfach weiter in alle Richtungen. Und mir ist nämlich aufgefallen, mich hat dieses Dinge an einen Song erinnert von den Atzen. Kennt ihr vielleicht? Disco Pogo. Und jetzt wisst ihr schon, was kommt. Das ist daraus geworden. Disco Pogo. Dinge. Ja, sehr, sehr schön. Ich sag ganz ehrlich, wer das nicht lustig findet, der hat Ole Werner nie geliebt. Ja, ich gehe fest davon aus, ne? Bei der Europapokalfeier, wenn sie drin sind, dann international, davon träumst du ja. Also du bist da ja auch von überzeugt. Werden sie das spielen in der Kabine? Da kannst du, bei der nächsten Doku, Werder-Doku, sind die Atzen mit dabei. Komm, wir spielen es nochmal, aber es ist einfach so wunderschön. Spielen wir es nochmal ab. Dinge. Ja, zusammengefasst unter dem Begriff der Herr der Dinge. So viel Schaf steckt in Ole Werner. Ich habe ihn da schon mal nachgefragt, ne? Ja, nach Dinge? Ja, klar. Hast du natürlich nicht gelesen, weil du liest ja weniger. Das stimmt. Du bist ja eher so visuell unterwegs. Das stimmt so nicht. Eben in alle Richtungen. Aber Thomas Schaf hast du dann nachgefragt. Ja, nein, natürlich nicht Thomas Schaf, sondern
Ole Werner. Ole Werner. Ja, und da sagte er in seiner typischen Art, ist mir gar nicht so aufgefallen. Und ja, wenn ich damit jetzt Thomas Schaaf verglichen werde, dann ja, ist das so. Also spätestens also auch jetzt, so, ne? Spätestens jetzt dürfte es angekommen sein, Ole Werner guckt ja im Zweifel alle Folgen eingedeicht. Ich glaube, er guckt, er hört nicht. Ja, ist vielleicht. Er guckt ohne Ton, glaube ich. Vielleicht guckt er. Schau, das ist tatsächlich die, das ist die Zukunft. Auch ohne Ton. Eingedeicht ohne Tonko. Sad. Naja, müssen wir auch mit umgehen zu wissen. Björn, ich möchte mit dir sehr, sehr gerne über Transfers sprechen. Viel war ja nicht, aber Bürkules weg. Dafür ist Maximilian Philipp da. Leider zuletzt angeschlagen, hat jetzt gegen Stuttgart noch gar nicht spielen können. Aber er ist da und so hat er sich vorgestellt. Das ist eine tolle Truppe mit tollen Spielern und da dachte ich, das könnte vielleicht ganz gut passen. Klar, ich bin Berliner und hat mich natürlich gefreut, dass die Hertha angerufen hat. Aber ich muss auch aufgrund meiner Situation dementsprechend entscheiden, was für mich besser ist, was zu mir passt, was zu meiner Spielweise passt. Und ich glaube, mit dem Fußball, den die Jungs hier spielen, ich glaube, da kann ich mich sehr gut zurechtfinden. Ich glaube, das passt zu mir, zu meiner Art, wie ich Fußball spielen möchte. Und deswegen war es, wie gesagt, einfach vom Bauchgefühl her. Also Maximilian Milli Philipp ist da und Oliver Bürkules ist gone. Er ist weg. Und wir haben hier ja diese wunderschöne Birke, einer meiner lieblingsschlechten Gags hier, war eingedeicht. Mit Bart und Brille, für alle, die das nur hören. Es ist halt, es ist eine Birke, es ist ein Birkenstängelstab, Stamm, was ist das überhaupt? Aus meinem kleinen Wäldchen. Aus deinem kleinen Wäldchen. Magst du den mal rüberreichen, bitte, den Birk? Weil ich würde den jetzt gerne absägen. Geht das da raus? Ja, klar. Ich würde ihn jetzt gerne absägen, ja, um im Bild zu bleiben. Und in der Zeit kannst du... Soll ich das nicht irgendwie festhalten? Ich weiß nicht. Es hilft ja, wenn da Spannung drauf ist. Ne? Die Brille ist schon abgefallen, ja. Die Sonnenbrille. Aber der ist auch schön morsch, ja. Oh, das läuft doch ziemlich super so. Warum machst du das eigentlich jetzt? Warum sägst du das? Was machst du denn, wenn der im Sommer wieder da ist? Da lege ich mich fest. Also Birke abgesägt. Das hat richtig gut funktioniert. Also, ja. Hier, klar, das Sofa mal wieder ruiniert, das kennen wir ja schon. Aua. So, die Sonnenbrille, das alles. Schmeiß ich jetzt weg, auch um Bild zu bleiben, weil, um deine Frage zu beantworten, den sehen wir nicht wieder. Also nicht in Bremen. Zack. Glaubst du nicht? Zack, nee. Also ich glaube, Werder ist gut damit beraten und ich bin durchaus Bürkules Fan, schon wegen all der Dinge, die da so im Internet treibt und wie er aussieht, Styling, Fashion, dies, das und auch einfach ein geiler Typ. Ich glaube, Werder ist gut damit beraten, zu hoffen, dass er jetzt einfach richtig furios loslegt in England und dass sie ihn dann verkaufen können für gutes Geld, weil, wir erinnern uns, der hat nichts gekostet, ne? Der hat den SV Werder Bremen nichts gekostet. Ja, ein bisschen Gehalt, er kriegt ja, so eine Überweisung im Monat. Ja, möglicherweise. Ja, umsonst arbeitet er auch nicht, geht es ihm wie uns. Aber ich glaube, dass Werder den dann, sobald er ein halbwegs vernünftiges Angebot reinkommt, dass sie dann das Geld mitnehmen. Wie gesagt, nichts bezahlt. Ich bin beeindruckt von dir. Geld reinholen. Du bist ja so analytisch auf einmal. Was ist denn los mit dir? Ja, also echt dein Lieblingsspieler gewesen, ne? Ich kenne mich aus. Ja, also schon fand ich cooler Typ. So, hat aber richtig, fandst du richtig die Entscheidung? Ja, weil da einfach, und wir hatten das in der letzten Folge auch, zuletzt nicht mehr viel gekommen ist. Und er hat Werder, wir erinnern uns, gegen Dortmund, ist übrigens ja auch das nächste Spiel, und gegen Stuttgart. Also für mich hat er Werder 4 Punkte besorgt. Und damit hat sich der Transfer, das Invest schon absolut gelohnt. So. Ich habe auch selten erlebt, dass ein Trainer so deutlich sagt, warum es diesen Transfer gegeben hat. Also auch mit dieser Klarheit zu sagen, Birki hat das am Anfang super gemacht, hat uns die Punkte geholt. Dann hätte ich ihn vielleicht häufiger von Anfang an spielen lassen müssen. Weil so selbstkritisch ist selten ein Trainer, also vor der Kamera. Und dann sagt er aber, war auch schwierig, weil Füllkrug und Duxch gut funktioniert haben. Und erklärt das so und sagt dann aber auch, und das machen auch Trainer ganz selten, dann ist der aber auch nicht mehr so gut gewesen als Joker, hat nicht mehr so gut funktioniert. Und man hat das Gefühl, wenn Ole Werner das sagt, das ist gar nicht so abwertend gemeint oder so missbilligend, sondern einfach, ich erkläre das doch nur. Ist aber selten im Fußballgeschäft. Und jetzt ist er froh, dass er mit Maximilian Philipp einen hat, der auch mehrere Positionen spielen kann.
Das wäre jetzt meine nächste Frage an dich gewesen, Björn. Erzähl doch mal bitte, was wir aus deiner Sicht von Maximilian Philipp erwarten können. Ein richtig guter Fußballer soll das sein. Ich gebe jetzt mal zu, so oft habe ich den noch nicht spielen sehen. Mhm. Bei Wolfsburg habe ich mir nicht so oft angeguckt und vorher war er in Russland. Da habe ich auch selten zugeguckt in der, ist auch eine Premier League, glaube ich, ne? Ist ja wurscht. Mhm. Ich, also nur vom Hören sagen, muss ich das sagen. Und dann sagen alle, das ist ein richtig guter Kicker, hat auch ein gewisses Tempo, nicht so schnell wie Berg. Das muss man sagen. Da sagt aber übrigens Ole Werner, wir haben auch einen Dingschi, der hat auch richtig Tempo, Speed. Also Geschwindigkeit haben wir noch. Aber ein richtig guter Kicker, der auf mehreren Positionen vorne spielen kann, kann gut vorbereiten, kann auch selbst abschließen, braucht Selbstvertrauen, braucht Zuspruch. Hat er jetzt in Wolfsburg nicht so gehabt, das Selbstvertrauen, weil er da halt hinten dran war, da waren andere besser. Und er wollte da auch weg nach Möglichkeit und hat jetzt funktioniert. Und ist ja vermutlich auch da, um Spielern wie Duxchi, vielleicht sogar insbesondere Duxchi, Druck zu machen. Nicht nur Duxchi. Und hat ja sogar funktioniert, ohne dass Maximilian Philipp überhaupt im Kader stand. Duxchi hat abgeliefert, also schon, insofern schon ein Top-Transfer. Ja, aber da sind wir natürlich wieder bei dem Thema, wie gut war Duxchi gegen Stuttgart. Ich fand ihn nicht so gut. Aber letztendlich zählt das, was auf der Anzeigetafel steht, heißt es ja immer so schön. Und da halt schön einen rein genagelt und ist da drauf gekommen, hat das 2-0 gemacht. Nein, das wird natürlich Druck für Duxch machen. Es wird aber auch das Training verbessern. Da ist dann noch mehr Feuer drin. Hast du bei Birki auch so das Gefühl gehabt, so ganz glücklich ist der nicht mehr. Mhm. Maximilian Philipp wird Dampf machen, wird Gas geben. Aber er ist aber nicht nur ein Druckmacher für Duxch, sondern sicherlich auch für Leo Bittencourt als Achter. Aber das kann der auch spielen. Mhm. Ich habe gehört, wir haben hinten raus noch ein paar User-Fragen-Loser. Okay. Da werden wir das vielleicht noch mal ein bisschen intensivieren. Ist dir aufgefallen, welche Rückennummer Maximilian Philipp hat? Natürlich ist dir das aufgefallen. Was für eine dumme Frage, Strömer. Weil ich immer alles auf die 17 setze, weißt du doch. Ja, klar. Wenn wir beide bis nachts um 4 am Roulette-Tisch. Stimmt tatsächlich einfach nicht. Wir sind selten zusammen am Roulette-Tisch. Aber wir sind nie zusammen, weil wir nichts miteinander zu tun haben. Richtig, richtig. Wir machen nur diese Show hier zusammen und dann gehen wir wieder getrennte Wege. Ja. Wir arrangieren uns. Prost. Das ist aber auch alles. Ich glaube, er weiß ganz genau, was ich brauche, wie ich es brauche. Ich weiß ganz genau, wie er es braucht und was er braucht. Cheers, mein Lieber. Also, die Rückennummer 17. So, was verbindest du beim SV Werder Bremen mit der Rückennummer 17? Wen ist die richtigere Frage? Also auf jeden Fall Ivan Klasnic. Korrekt, natürlich korrekt. Und der Killer Ivan Klasnic hat das natürlich auch bemerkt, dass da jemand jetzt beim SV Werder Bremen seine Rückennummer hat und hat bei Instagram unter unseren Deichstuben-Posts kommentiert. Ivan Klasnic schrieb also bei Instagram, zum einen hat Mike Z kommentiert, er bekommt die 17, ich hoffe, ihm ist klar, dass diese Nummer zum Toreschießen verpflichtet. Daraufhin der Killer Ivan Klasnic, also ich werde mir ihn genau anschauen, ob er der Nummer würdig ist. Das Text 1. Und er hat nochmal einen nachgelegt, diesmal sogar international, unter einem zweiten Post für uns von der Deichstube. What a number. Too much pressure on you, Mister. Und vertaggt Maximilian Philipp. Da bietet sich an, finde ich, wir können noch einen großen Artikel vorbereiten. Killer Klasnic warnt Neuzugang Maximilian Philipp. Hast du den Artikel schon fertig, oder? Ja, deutliche Warnung. Deutliche Warnung. Ja. Ne? Ja. Meinst du, meint er echt so? Ich weiß nicht, wie er das wirklich empfindet, aber ich höre da so ein bisschen raus, dass sich das schon ein bisschen kitzelt, dass jetzt jemand seine Rückennummer 17 hatte. Wobei die hatten auch schon andere Spieler. Nankishi hatte sie zuletzt, Justin Eilers hatte sie mal, Nuri Sahin. Also gab ja doch noch den einen oder anderen, der auch die Rückennummer 17 hatte. Die haben jetzt auch nicht so viel getroffen, ne? Ja, gut, aber Justin Eilers, Stürmer, Sahin jetzt ja mal gerade nicht so. Genau, vielleicht ist es das, dass jetzt wirklich wieder ein Angreifer die Rückennummer 17 hat. Bodenlos. Der Ivan hat dem Maximilian Philipp einen ordentlichen Rucksack aufgesetzt. Da ist also doch durchaus ein bisschen Last auf Philipps Schultern. Ich habe hier, lieber Björn, ein Trikot. Werder-Trikot. Heimtrikot. Größe L von Maximilian Philipp, also mit dem Flock Maximilian Philipp. Ja.
Und das wollen wir wieder verschenken. Und dafür müsst ihr da draußen, wie immer, überhaupt nicht viel tun. Ich lege das hier mal, legen wir es hier wieder so in die Mitte. Das alte Spielchen. Ihr kommentiert bitte unter dem YouTube-Video mit dem Hashtag Dinge. Ja, und schreibt da irgendwas drunter, im Zweifel was Nettes. Hass im Internet und so können wir nicht gebrauchen. Und ich hab einen Zusatz bitte. Folgt bitte unserem Instagram-Kanal Eingedeicht. Da kann auch noch ein bisschen mehr Druck drauf. Also Bedingungen, kommentieren bei YouTube mit dem Hashtag Dinge. Und Follower sein bei Instagram von Eingedeicht. Das kriegen die Leute doch hin, oder? Doch, bestimmt. So. Und ich würde jetzt vorschlagen, weil wir ja eben über Ivan Klasnisch gesprochen haben und die Rückennummer 17 und Maximilian Philipp und spekuliert haben, wie denn das der Killer nun wirklich gemeint hat mit seinen Aussagen bei Instagram, rufen wir den doch einfach mal an. Ist doch bestimmt Kurzweil bei dem grünen Telefon, oder? Wir gucken mal. Ja. Ich schnapp mir also das grüne Telefon, das FaceTime-Telefon und wähle 17 Killer. Hat er wirklich die Nummer, das weißt du. Das ist die Nummer von Ivan Klasnitsch. Aber tut mir einen Gefallen, ruft ihn einfach nicht so oft an. Das kann er nicht haben. Vor allem nicht jetzt. Ja, weil, es klingelt. Und da ist er auch schon. Ivan Killer Klasnitsch. Ivan, grüß dich. Schön, dass du die Zeit für uns hast. Wichtigste Frage zuerst. Moin, moin. Wie geht's dir, mein Lieber? Alles ja? Super, bei euch? Ja, wir schlagen uns so durch. Erfolgsfans, wir sind reine Erfolgsfans. Ach, ich glaube, das erste Spiel in der Rückrunde können wir alle vergessen und die letzten zwei Spiele waren schon sehr erfolgreich. Ja, absolut. Wir haben gerade über Neuzugang Maximilian Philipp gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass du bei Instagram kommentiert hast und wir waren uns ein bisschen unsicher, wie viel Witz da jetzt drin steckt oder inwiefern es dich vielleicht wirklich kitzelt, dass jetzt Maximilian Philipp deine Rückennummer 17 hat. Erzähl doch mal. Also ich sag mal so, ist ja nicht meine, sondern ich hab die Nummer ja auch von Herrn Bode bekommen, einen sehr, sehr großen Werder-Spieler und natürlich auch Presi. Das war mir schon eine Anerkennung, dass ich die nehmen durfte, nachdem ich die erste Nummer war, meine Nummer 7. Jetzt natürlich, meine Nummer ist halt die 17, die habe ich dann bekommen und dann lief es bei mir auch bei Werder. Und ich kann nur sagen, Maxi, viel Spaß. Die Nummer hat schon Legendenstatus und natürlich auch muss jetzt was dahinter kommen, ne, von ihm. Nicht nur Bank drücken, sondern auch Tore schießen. Also baust du schon ein bisschen Druck auf? Ja, natürlich. Ich glaube, er hat für sich selber entschieden, zu Werder Bremen zu kommen. Und jetzt ist natürlich bei Wolfsburg lief es jetzt nicht so gut. Und jetzt muss er natürlich Gas geben, ne? Du, wir haben hier, wir verschenken hier in der Werder Show Eingedeicht, kann man das sehen? Ich zeig das mal. Das Heimtrikot mit dem Flock von Maximilian Philipp. Sag mal, meinst du, wir kriegen das hin, dass du das unterschreibst, bevor wir es in die Verlosung geben? Ich glaube schon, weil ich am Samstag im Stadion bin. Ganz kurz, ist natürlich überhaupt kein Diss gegen Maximilian Philipp, ist herzlich willkommen beim SV Werder Bremen, aber... Ja, ist ein bisschen Druck drauf, ist eben die Nummer von Ivan Klasnitsch. Also, wie gesagt, es soll nicht schlechter reden. Ne? Also ich glaube, ich habe schon Respekt vor ihm, was er auch vorher schon geleistet hat. Und er hat natürlich schon einige Transfers nach Dortmund und ein paar andere gemacht. Aber trotzdem, wenn wir jetzt über die Nummer 17 reden, dann muss er das sich auch so annehmen, dass er ein bisschen unter Druck stellt. Ne? Wirst du eigentlich gefragt, Ivan, bevor Werder die Nummer 17 vergibt, ruft dann Frank Baumann bei dir an und sagt, Ivan, wir haben hier eine Idee. Leider nicht. Ich dachte, die kommt in Hall of Fame. Oben so hoch, ne? Und genau. Das Dach. Und nie wieder vergeben, die Nummer eigentlich. Eigentlich müsste es ja so sein, du hättest es dir verdient. Hat Marco Bode denn bei dir Druck gemacht damals? Nee, ich habe bei ihm Druck gemacht, weil ich habe ihm gesagt, ja, hör mal auf mit Fußball, du kannst sowieso nichts mehr haben. Nein, Spaß beiseite. Natürlich, war schade, dass er aufgehört hat und das war natürlich für mich das Glück, meine 17 zu nehmen und ja. Ja, und wir dieses Trikot werden wir dann einfach veredeln mit deiner Unterschrift und hoffen dann natürlich, dass Maximilian Philipp abliefert für den SV Werder Bremen. Wenn nicht mit deiner Unterschrift, wie dann? So. Was glaubst du, war das ein guter Deal, Birk
Berg abzugeben und dafür Philipp zu holen? Ach, ich glaube, Philipp kennt die Liga. Berg kannte sie nicht. Er hat natürlich nicht so viele Minuten bekommen, die er sich eigentlich eingeschätzt hat. Aber wie ich schon gesagt habe, Philipp muss jetzt Gas geben und sich die Minuten, ja, er muss Minuten bekommen, damit er auch seine Chance nutzt. Aber hat er die Chance? Ich meine, Dukes und Füllkrug funktionieren ja eigentlich ganz gut da vorne, oder wie siehst du das? Ja, natürlich. Die hässlichen Vögel machen das zurzeit sehr gut, ob der eine trifft und dann der andere. Hauptsache, wer da gewinnt. Trotzdem werden sie auch Tage haben, wo sie nicht treffen. Und dann muss natürlich auch ein dritter Stürmer da sein, weil man spielt ja auch mit zwei. Aber da ist ja noch Erin Dingschi da. Was hältst du von dem? Kann der da auch mal die Chance jetzt nutzen, da vielleicht nochmal reinzurutschen? Das ist ja der Einzige, der noch, also die anderen sind jetzt nicht langsam, aber Berkey war sehr schnell und Dingschi, das hat selbst Ole Werner gesagt, wir haben noch Tempo, und hat damit Erin Dingschi gemeint. Ja, ich halte sehr viel von Dingschi, nur ich bin persönlich der Meinung, dass dieses System nicht sein System ist. Er ist eher ein Spieler, der außen spielt, der von außen kommt, der eher Vorlagen macht, der 1-gegen-1 geht. Und deswegen wird es auch sehr schwer für ihn, bei Werder sich durchzusetzen. Was meinst du denn, ist für Werder drin? Jetzt sind sie ja sehr gut unterwegs. Dürfen Fans schon mal ein bisschen höher in der Tabelle schauen oder lieber erstmal nach unten schauen, dass dann nicht mehr passiert und Werder sicher drin bleibt? Ich glaube, man soll lieber Spiel zu Spiel denken und die glücklichen Siege mitnehmen. Man hat gesehen, dass es auf einmal Rückrundenstart, man verliert in Köln. Wer hätte das gedacht? Dann war natürlich die Mannschaft, ich glaube, schon sehr, sehr down. Aber man hat eine Reaktion gezeigt und also Hut ab, sage ich mal. Jetzt geht's gegen Dortmund, ne? Das ist ein richtiges, ist ja immer irgendwie ein Highlight, gegen Dortmund zu spielen. Jetzt haben wir das Hinspiel noch im Kopf, diesen unglaublichen 3-2-Sieg. Was erwartest du denn von dem Spiel? Aber da haben sie nichts zu verlieren. Also ich glaube, wenn sie so spielen wie im Hinspiel, dass die letzten 5 Minuten, wo sie 3 Tore geschossen haben, wer will, den Krimi will ich nochmal sehen, vielleicht auch live. Nehmen wir auch gerne, mit dem Werder-Sieg dann natürlich. Mich würde noch interessieren, wie du die Situation, die Leistung von Marvin Ducksch einschätzt. Ich habe das Spiel jetzt nicht persönlich gesehen, nur ich denke halt, ein Stürmer ist dafür da, um Tore zu schießen. So, er hat ein Tor gemacht, er hat seine Aufgabe erfüllt, vorbei. Man muss ihn nicht mehr oder über ihn diskutieren. So, und dann habe ich noch eine fiese Anschlussfrage, Ivan. War der bessere Stürmer? Ivan Klasnitsch 2004 oder Niklas Füllkrug 2023? Die ist gemein, ne? Nee. Wie ne? Die ist nicht gemein. Also, dass du die Frage überhaupt stellst. Ich glaube, man kann uns erstmal nicht vergleichen. Er ist ein anderer Typ Stürmer als ich. Er ist sehr, sehr wichtig jetzt in dieser Phase für Werder Bremen. Er macht oder bringt hervorragende Leistung. Wirklich Hut ab. Bin auch froh, dass Werder so einen Spieler auch gehalten hat, dass er nicht weggegangen ist. Ob er nochmal für die Nationalmannschaft spielen wird, steht natürlich in den Stern. Ob der Trainer ihn nominiert, ich denke trotzdem, dass Füllkrug am Ende des Tages 22 Tore schießen wird. Hui! Das ist schon mal eine Aussage, ne? Ja, absolut. Und, schon wieder Druck aufgebaut für die Stürmer. Und vergleichen, also wie gesagt, ich vergleiche mich nicht gerne. Also deswegen, ich gönne ihm das, ich gönne ihm auch den Trouble über ihn und ich wünsche ihm noch weiter viel Glück und wenn er nochmal einen Zahnarzt braucht, dann soll er sich bei mir melden, mein Bruder ist Zahnarzt und dann kann er gerne zu ihm wegen seiner Lücke und damit man die auch schließen kann oder so. Ja, Dukschi hat ja schon vorgelegt jetzt, der hat sich eine neue Keramik einbauen lassen. Vielleicht kommt dann ja Lücke zu euch. Nein, aber wie gesagt, wenn er so weitermacht, dann brauchen wir keine Sorgen haben, dass wer dann noch nach unten rutscht. Aber Ivan, wenn der 22 Tore macht, so wie du voraussagst, und ich werde dir nicht widersprechen,
ja, was fällt mir auch ein, ist er dann im Sommer weg? Wir können auch eine Wette machen. Wir können auch eine Wette machen. Was willst du einsetzen? Wenn ihr verliert, dann kommt ihr nach Hamburg oder ich komme nach Bremen und ihr wascht mein Auto mit der Hand. Wir überlegen uns da noch was, oder? Ich will das jetzt noch nicht so festzurren. Ja, aber lass du mit dem Auto, dann muss halt unser Auto waschen. Ja, du wäschst auch irgendein Auto. Machen du wäschst auch ein Auto. Machen wir so, geht also um Handwäsche. Ja, und ja. Dann... Hand- und Körperwäsche. Ob er, aber das war ja eigentlich die Frage, ja, meinst du, dass er dann im Sommer noch zu halten ist? Ja, ob er zu halten ist oder nicht. Also ich glaube halt, er ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Das ist das Erste. Das Zweite ist, man muss vielleicht auch manchmal, wenn man die neue Saison plant, vielleicht muss Frank Baumann dann auch sich selbst eingestehen, dass man vielleicht Niklas einen neuen Vertrag anbietet, der meines Erachtens dann auch höher dotiert werden müsste. Und natürlich, wenn er nochmal das große Geld haben möchte, dann muss er natürlich weggehen. Aber man muss natürlich sehen, wie Werder dann auch reagiert, was sie dann anbieten, und vielleicht ist er damit auch zufrieden. Warten wir das einfach mal ab. Ivan, vielen Dank für deine Zeit. Wegen des Trikots gerne. Kommen wir auf dich zu. Vielleicht kriegen wir das am Wochenende schon hin, dass du das signierst. Ansonsten bleib gesund, mein Lieber. Und bis dahin nur der SVW. Ja, wir besorgen uns schon mal Eimer für dein Auto, ne? Also zum Waschen. Machen wir. Ja. mach ich dann gerne. Wenn Lücke so viel Tore schießt, waschen wir sehr, sehr gerne dein Auto. Ivan, bis dahin. Danke. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Das war Ivan Klasnitsch. Das grüne Telefon aufgelegt. Ja, war doch super. Du weißt schon, dass wir definitiv sein Auto waschen müssen. Ja, ne? Mach ich dann gerne. Sage ich jetzt auch lieber so, nicht, dass Niklas Füllkrug ankommt, oh, Deichstube traut mir keine 20 Tore zu und sowas. Auf jeden Fall. Nein, also ich werde mich auch vorbereiten auf diese Autowäsche, jetzt schon im Prinzip. Ja. Gibt ja immer so diese... Wir beide so in so sexy Unterwäsche irgendwie und ich gegenseitig dachte, einseifen ich dachte, und dann so über der Motorhaube hin und her gleiten und... So, weiter. Wow, bitte nice. Weiter. Das ja. Okay. So, Ivan wird das Trikot unterschreiben, hoffentlich. Also das geht noch mit raus in die Verschenkung, wenn man so will. Ihr wisst ja, uns bei Insta folgen und hier unter dem Video mit dem Hashtag Dinge kommentieren. Und ich pack noch so eine Zahnersatzkeramik. Packe ich noch mit drauf. Aber ungetragen. Packe ich noch mit rein. Apropos Verschenkungen. Wir müssen ja noch auflösen, wer das Lachs-Trikot gewonnen hat. Dies hier packe ich mal wieder in den Böllerwagen. Und ihr erinnert euch, gemeinsam mit dem Hotel Atlantik Jüst haben wir dieses Lachs-Trikot mit dem Flock von Niklas Füllkrug verschenkt. Also noch nicht, das machen wir jetzt nämlich quasi live. Das machen wir jetzt live. Quasi live gehe ich jetzt in das YouTube-Video und ich schlage vor, ich scroll hier so hoch und runter. Ich gucke mich hin. Der, ne? Der Notar wird das dann letztendlich abnehmen, alles wie immer. Und du sagst, du schnippst bitte einfach und sagst dann damit Stopp. Und der auf dem oder die, auf dem dann der Cursor ist, gewinnt. Ihr wisst doch, was ich meine. So, Mann, hier geht soll ich jetzt oder soll ich nicht? Ich scroll hier schon die ganze Zeit hoch und runter. Sag mal, schnipp's mal. Sag mal oder schnipp's mal? Sag am besten Stopp und schnipp's gleichzeitig. Mit einmal schnippen geht, dass man das alles drehen kann. War leise. Oh, okay. Ja, aber schnipsen kannst du nicht so gut, ne? Björn Schnips versagt beim Schnipsen. Aber ich glaube, wir haben einen Gewinner. Und zwar, oh, schwierig auszusprechen. Jense Wiczykowski mit dem Kommentar, wie wunderbar, dass die Beschreibung eurer Durchschnittszuschauerinnen optimal auf mich zutrifft. Trikot passt mir auch, da sollte die Wahl leicht fallen. Lebenslang grün-weiß. Ja, Hashtag Jüst Durt. Alles drin, alles dran. Herzlichen Glückwunsch. Lieber Jense, schick uns bitte eine Mail an redaktion@deichstube.de, zwecks Adresse und so weiter und dann geht dieses Trikot, eines der letzten Lachs-Trikots, ausverkauft und 3 Punkte garant an dich raus. Ist doch geil. So, mega. Haben wir das doch auch erledigt. Das wandert wieder rein und ja, macht natürlich bei der neuen, ich will ja immer nicht Verlosung sagen, ne? Bei der neuen Verschenkung mit.
Der Verschenkung, ist Maximilian Philipps Trikot. Verschenkung. Sagt man so, Verschenkung. Ne? Genau. Wir machen hier eine Verschenkung. Naja, ihr wisst ja, was ich meine. Und wir bleiben bei euch, denn Björn, was kommt jetzt? Komm, du weißt es doch auch, was wir hier immer so machen. Fragen, oder? Ganz viele Fragen. User, Fragen, Loser, feuerfrei, Jingle ab. Überhaupt kein Forentyp oder sonstiges. Das ist für mich eine Scheinwelt in der Anonymität, die auch sehr grenzwertig ist. User, Fragen, Loser. Legen wir los mit Jörchi. 86. Moin in die Runde. Mit 2 Niederlagen und 2 Siegen ins neue Jahr sehr ausgeglichen gestartet. Frage an den Daueroptimisten Strömex: Ist das persönliche Saisonziel Europa noch realistisch? Natürlich, natürlich. Ich glaube immer an Europa und mit einem Fünkchen Ernsthaftigkeit. Warum denn nicht? Großdenken, dran glauben. Ich mache jetzt auch keinen Haken an den Klassenerhalt. Wer wäre ich denn? Ich bin ja nicht Björn Knips, das spare ich mir. Aber ich glaube, man darf durchaus ein bisschen nach oben schielen. So, dazu passen die Fragen von Otti aus Erfurt und Joe Kustik. Otti aus Erfurt wäre da wieder in der Spur, aber tut man eher gut daran, sich voll und ganz nur auf den Klassenerhalt zu konzentrieren? Oder kann man auch mit einem Auge noch Richtung Europa schielen? Ja, da haben wir es wieder, das Schielen. Und eben Joe Kustik, Champions League, Europa League oder doch nur Conference League? Da würde ich gerne erstmal Thomas Schaaf antworten lassen. Keine Ahnung. Kein blassen Schimmer. Irgendwas davon wird es schon sein, oder Björn? Bundesliga, würde ich sagen. Ja, ja, okay. Na, okay, ja. 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 Erste, aber dann, oder? Deswegen, ja. Okay. Dome Weber. Keine Frage. Oh, dir fliegt es um die Ohren immer noch. Aber können wir bitte auf die Prognosen von Herrn Knips eingehen? Die bringen uns gerne mal Pech. Kaum beschreitet den Klassenerhalt, straucheln wir. Zum Glück haben wir das Ruder wieder gedreht. Bremen, stay alive. Was soll ich denn dazu jetzt nochmal sagen? Sie sind doch wieder aufgestiegen. Es ist doch alles wieder gut. Ich bin da auch. Also so langsam ist man völlig gut. Bitte lasst mir den Björn Knips in Ruhe. Sonst kommt ihr hier nicht mehr her und hat keinen Bock mehr drauf. Ja, aber ich sag mal, solange die Leute über dich sprechen, ne? Auch schlecht. Scheißegal. Hauptsache, die sprechen noch über dich. Ja, ich weiß nicht, ob ich das so unterschreiben würde, aber... ich wünsche dir alles Gute, Björn. Danke. So ist nicht. Tschüss. Ja. Also hat er doch schon gemacht. Er lehnt sich doch gar nicht mehr so aus dem Fenster. Jetzt macht mal ohne Witz, ne? Ja. Es kann dann noch nicht nur solche Fragen da sein. Es werden Jetzt absichtlich. Jetzt gehen wir richtig deep. Ja, die gab es ungefähr 34 Mal und eine davon ich haben weiß, wir warum Lars Kranenkamp aufgehört hat. Ich weiß, warum. Ja, es ist, irgendwann war es zu viel. Niemand hat gesagt, dass das hier einfach und angenehm ist. Ja, ruf den mal an. Ja. Pascal Buntrock. Was wird Ole besser machen als Flo, er meint Kohfeldt, in der jetzigen Situation? So, wir erinnern uns. Damals, wer da nach dem Sieg gegen Bielefeld, es geht immer weiter damit, hatte 11 Punkte Vorsprung auf den direkten Abschiedsplatz, also auf Platz 17. Wer da jetzt 11 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz? Also die Frage, warum schmiert wer da jetzt nicht ab mit diesem durchaus komfortablen Vorsprung? Wie kannst du mich das fragen? Gut, dann spare ich mir das, dann beantworte ich das und sage, weil Werder einfach weiter gewinnen wird und nicht gar nicht mehr gewinnen wird. Also insofern behaupte ich jetzt, ich muss das wirklich sehr vorsichtig machen, aber es wird doch irgendwie möglich sein. Du hast jetzt 27 Punkte, im Zweifel reichen vielleicht sogar 33 Punkte. Es muss doch irgendwie möglich sein, noch zweimal zu gewinnen. Alleine so zu denken, verbietet sich einfach. Denk einfach nicht so, sag einfach weiter spielen und in der Tat, so bekloppt das ja auch ist, von Spiel zu Spiel, sammel die Punkte ein. Habt Spaß. Ich meine, diese Saison macht doch echt Spaß. Ja, und das war ja in dieser Covid-Saison doch ein bisschen anders. Muss man ehrlicherweise sagen, das war ja ein zähes Ringen um jeden Punkt. Die Mannschaft war nicht gut, David Klaassen war weg. Ich will das alles nicht nochmal wieder aufzählen. Ne? Also es war ja, und der Fußball war auch nicht gut. Da fehlten auch diese Highlights so ein bisschen. Und ich glaube, die Stimmung ist einfach jetzt eine andere. Aber trotzdem, alles auch Achtung. Schnee von gestern. Genau. Grüße nach Frankfurt. Wir reden weiter über den SV Werder Bremen. Wow, handwerklich sehr guter Gag. Wilfried Fritschkock, liebe Grüße. Vereine wie Leverkusen, Hoffenheim und Gladbach laufen in dieser Saison den eigenen Erwartungen hinterher. Während Ole Werners Vertrag im Sommer ausläuft, bei Klassenerhalt verlängert er sich automatisch. Dennoch die Frage, müssen wir uns Sorgen machen? Ja. Okay, warum? Ja. Weil ich glaube, dass Ole Werner ein Trainer ist, der genau abwägen wird, wie seine Perspektiven hier sind. Was ist möglich mit Werder Bremen? Also
ich glaube nicht, dass er damit einverstanden wäre. Jetzt, gehen wir jetzt mal davon aus. Angenommen, sie schaffen den Klassenerhalt. Ja, dann ist ja eine neue Saison und dann musst du halt als Verein überlegen, was ist möglich nächstes Jahr. Natürlich werden die nicht Europa angreifen wollen, also so verrückt wird keiner sein, aber er hat ja häufig genug jetzt angemerkt, dass der Kader doch sehr, sehr eng ist, klein ist. Ja, kleiner als den anderen haben. Und ich denke mal, dass er schon klare Vorstellungen haben wird, dass er nicht nochmal mit so einem Kader in eine Saison gehen will. Und wenn Werder ihm das nicht bieten kann, weil sie sagen, kriegen wir nicht hin, und wenn er dann nicht vielleicht das genötige Mitspracherecht hat, auch wie auch immer, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass er sagen wird, dann trennen wir uns. Ich hab jetzt beschrei es nicht. Ja, ich will es auch gar nicht beschreien, aber ich glaube, dass werden alles Themen sein. Aber auch das ist total entspannt und total normal. Jeder, der das jetzt hier sieht, locker bleiben. Und natürlich werden diese Clubs kommen, wenn der Ole Werner weiter mit Werder so einen Erfolg hat und jetzt wirklich beweist, dass es in der ersten Liga hinbekommt, jetzt diese Krise gemeistert, das ist ja auch immer ein ganz wichtiger Punkt, also diese Ergebniskrise, ja, also auch mit solchen Sachen umgehen kann, dann werden Clubs kommen, definitiv. Ja, hoffen wir dann mal einfach, dass Ole Werner die richtige Entscheidung trifft und natürlich beim SV Werder Bremen bleibt. It's me, Mario. Bleibt Stay in den nächsten Wochen Stammspieler oder muss er zurück auf die Bank, wenn Schmid wieder fit ist und auch Leo wieder fürs Mittelfeld zur Verfügung steht? Die Frage ist, ist Stay jetzt beim SV Werder Bremen angekommen? Zwei sehr gute Ich habe ihn nie weggesehen, aber nein, natürlich ist er jetzt, um im Bild zu bleiben, der ist angekommen. Das war jetzt eine ganz wichtige Entwicklung für ihn. Zwei Spiele in Folge, das zu beweisen, was für einen Wert er hat. Und nein, ich glaube, dass er Stammspieler bleiben wird. Natürlich kann es auch mal da sein, dass dann mal ein anderer mit reinkommt. Das ist jetzt spannend im Mittelfeld mit Leo, mit Romano, der gegen Dortmund nach Möglichkeit schon zumindest mal wieder im Kader stehen könnte. Niklas Schmidt hat die Chance eigentlich auch ganz gut genutzt. Da war fast noch mehr drin. Da leidet man, ich leide bei dem ja immer so ein bisschen mit. Ne? Ich finde den ja einfach klasse, weil der so eine spezielle Geschichte hinter sich hat. Und er war jetzt auch in Stuttgart, da war mehr möglich für ihn. Ne? Da kann er ein, zwei Mal das Tor machen. Da fehlt manchmal so der letzte Wille, die letzte Überzeugung. Denkt er wahrscheinlich immer so in diesen Szenen, ich bin ja nicht so schnell, ich traue mich nicht. Hätte er trotzdem machen sollen, ne? Wo er alleine fast durchgeht. Schade, da waren mehr für ihn drin. Deswegen glaube ich sogar, dass er seinen Stammplatz, den er zuletzt ja hatte, wieder verlieren wird, wenn Leo zurückkommt. Und Mitchell Weiser speziell, dass Mitchell Weiser wieder gegen Dortmund außen verteidigen wird, Leo in die Mitte rücken wird. Und dann wird es, ich denke, Niklas Schmidt erstmal treffen. Aber Stay, um auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, der ist jetzt erstmal drin im Team. Weil er ja auch für diese etwas defensivere Nummer steht, ja, und sehr robust ist. Und das brauchst du ja auch. So, und da heißt es dann immer, das Thema haben wir auch schon, Kader zu dünn ist er im Zweifel auch, aber irgendwie sind dann ja doch schon einige Alternativen jetzt da, um da auch ja, nach Leistung aufzustellen. Ja, aber wenn du dir die Bank angeguckt hast am Wochenende, da war es dann wirklich sehr dünn, ne? Ja, lass uns das abkürzen. Pansky HB, Neuzugang Philipp ist das Thema. Wo wird er sich einordnen? Hinter Duxch und als Herausforderer oder hinter den beiden Stürmern mit Druck auf Bittencourt, Stay, Schmidt und Schmid, also ähnliches Thema? Oder in einem neuen geformten Dreiersturm. Dazu passt die Frage von Alex A.lex.wtk, wahrscheinlich Alex Wittke. Stellt Werner jetzt sein System um, nachdem er mit Milli den passenden Spieler für ein 5-2-3 hat? Also, nein. Was ist mit Philipp? Spielt er? Wo spielt er? Und stellt Werner wegen verbesserter Möglichkeiten vielleicht sogar sein System um? Nein. System wird nicht umgestellt, da bin ich mir ganz sicher. Mhm. Da wurde jetzt ja wieder viel darüber diskutiert in den vergangenen Wochen. Wenn es nicht läuft, ist ja logisch. Und da hat Ole Werner klar so gesagt, machen wir nicht, vielleicht irgendwann mal, aber es gibt auch keinen Grund, es hat wieder funktioniert. Du hast gegen Wolfsburg in dem System gewonnen, du hast in Stuttgart gewonnen, auch wenn, Tobi Escher empfehle ich da immer zu lesen, Taktikanalyse, ne, auch geschrieben hat, das war ein bisschen anders diesmal. Weil die Rollen da anders gewesen sind in dem System. Da war es schon fast kein 3-5-2, wie wir es nennen, oder 5-3-2, war ein bisschen anders. Könnt ihr euch nochmal durchlesen. Nein, der wird doch für den Neuzugang jetzt nicht das System ändern, auf keinen Fall. Der spielt entweder für Duxch als zweite Spitze mal, wenn Duxch vielleicht auch die fünfte Gelbe hat oder weiß der Geier was oder mal aushören, das wünschen wir uns nicht. Oder für im Mittelfeld als Achter, das kann ich mir auch gut vorstellen. Spielt er gegen Dortmund?
Nein, natürlich nicht. Der ist neu, der ist unmöglich, hat eine Sprunggelenksverletzung, ist ja völlig irre. Allein die Frage, Strömer, echt. Mann, also, bereite dich mal besser vor. Ja, ich bemühe mich da auch. Straff dich mal. Mehr ist doch nicht. So, hier. Putz das Auto mal alleine. Super interessante Frage. So, komm jetzt noch, finde ich. Ja. Immer wieder liest man in den sozialen Medien negative Kommentare über Duxch. Viele Leute sehen wohl nur die Torausbeute. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Er kämpft und hat schon einige Treffer vorbereitet. Wie seht ihr Duxch derzeit? Also zum einen will ich dazu sagen, Duxch schon 10 Scorer-Punkte. Zum anderen will ich dazu sagen, der Gag vielleicht nicht so richtig angekommen, hier mit dem quasi Fressbrett drin, dass ich mir da eben so eine Plastik da rein gelegt habe. Nochmal no diss. Sieht ganz fantastisch aus, Duxchi. Weil ich will nämlich sagen, Duxchi für mich der wichtigste Transfer, ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, irgendwie der letzten 10, 15 Jahre, weil wäre Duxchi nicht gekommen, wäre Füllkrug nicht nervös geworden. Zudem hat Duxchi auch in der zweiten Liga alles kaputt geschossen und Lücke noch richtig heiß gemacht. Deswegen ist Werder aufgestiegen. Ich lege mich fest, wäre Duxchi nicht gekommen, für damals hat man gesagt, oh, ganz schön viel Geld, auch ich habe das gesagt, alles richtig gemacht. Duxchi, bester Mann, hat dem SV Werder Bremen so viel geholfen, dass ich persönlich, vielleicht sogar bis in alle Ewigkeit ihm dankbar bin, dass er wird er sich aber Bremer was freuen. Ich glaube auch. Ich glaube, er wird begeistert sein. Mit einem wunderschönen Grinsen wird er sich darüber freuen, dass ich das jetzt gesagt habe. Ein Spaß beiseite. Also Marvin Duxch, kommen wir mal zu Marvin Duxch. Ja. Also, sein Wert in der zweiten Liga unbestritten. Dann musste er auch mit diesem Druck leben, kann der erste Liga. Man merkt ja, wenn er dann hat er irgendwann endlich getroffen, dann hast du ihm ja diese ganze Erleichterung gemacht. Das arbeitet in dem. Das hast du auch jetzt wieder gemerkt, als er dieses Tor gemacht hat. Klar, er ist nicht mehr so dominant und präsent und so auffällig wie in der zweiten Liga. Das ist Füllkrug natürlich besser gelungen. Da hat er nochmal eine andere Wucht. Aber Marvin Duxch hat einen großen Wert für diese Mannschaft und dass sie Tabellenachter sind, liegt auch an Marvin Duxch. Ja, absolut. Er hat eine Spielweise, die nicht so körperlich ist und er versteckt sich auch mal eine ganze Zeit lang auf dem Spielfeld. Das ist manchmal ein bisschen schwierig und wir haben ihn auch schon sehr kritisiert. Deswegen ist es gut, wenn es da auch eine Alternative zu gibt. Aber ihn jetzt total zu verteufeln und zu sagen, der ist zu schlecht für die erste Liga, finde ich völlig unfair, finde ich auch völlig deplatziert. Aber es ist gut, wenn da jetzt noch einer im Kader ist, der ihm nicht nur Druck macht, sondern wo man auch sagen kann, dann geht er halt mal nach 60 Minuten raus. Hat halt heute nicht funktioniert. Wäre allerdings gegen Stuttgart falsch gewesen. Da war es ja fast schon so weit. Da wollte Ole Werner ihn rausnehmen. Und dann macht er halt Dinge, ne? Und da bist du ja. Die nicht jeder kann. Das war schon ein Weltklasse-Ding. Ja, fast schon ein Signature-Move von ihm. Das Ding so reinzuschlinzen, hat er schon öfter gemacht. Ja, also von daher, Mann, da ist kein Problem. Aber natürlich. Von mir vielleicht einfach nur der Tipp, lest weniger Social-Media-Kommentare, insbesondere bei Facebook. Mach das einfach nicht. Ich muss das hin und wieder beruflich machen, aber mach das bei Facebook Kommentare lesen. Nee. Oder seid mal alle ein bisschen netter, weil es da momentan abgeht. Mit ja, man kann ja kritisieren, ne? Man kann ja kritisieren, aber es muss auch. Facebook wirklich, darf ich jetzt nicht sagen, was ich da wirklich drüber denke, über Facebook-Kommentare. Dann, ja, gut, das läuft jetzt nur, für uns gar nichts. Piepser, mehr, ne? Nur Piepser. Facebook da, sind wir raus. Ne? Rein. Bomsen. Was? Mach schnell weiter. Habe ich gesagt. Ja, mach egal. Schnell weiter. Komm, hier. Nächste Userfrage. Mr. Matthias Hahn. Manuel Neuer ab Sommer neue Nummer 2 oder Zetterer behalten? Ja, ist eine gute Frage. Insofern eine gute Frage, weil ich... Da steckt so viel drin in dieser Frage. Ja, weil es dann ja auch irgendwie um Pavlenka geht, über den wir vielleicht auch mal sprechen müssen. Es geht um den Weltfußball eigentlich. Es geht um alles. Ja. Also Weltfußballer Manuel Neuer. Wahrer. Welttorhüter. Ja. Welttorhüter. Also die Frage ist ja wirklich, was ist mit Zetti? So, und ich finde, ich würde die Frage gerne ein bisschen umbauen. Was ist eigentlich mit Pavlenka? Tja, das ist eine gute Frage. Ja, das ist eine gute Frage. Auf der Linie geil, 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 hat dem SV Werder Bremen schon so oft den Arsch gerettet. Danke, Pavlas. Aber es ist ja wirklich, mitunter kriege ich hier körperliche Schmerzen, wenn Rückpass passiert. Und du schon zumindest vermutest, schieß einfach nur weit weg. Und auch das klappt dann meist nicht. Aber das war gegen Stuttgart, das zweimal weit weg schießen gut geklappt. Da sind die beiden Tore raus entstanden. Ja. Ja, Pavlas und das Fußballspielen, das ist ein endlos Thema.
wird ihm am meisten nerven, ja. Gehe ich von aus. Ja, ich glaube, da ist ja mittlerweile auch so eine Verunsicherung drin dann. Genauso wie wir vor dem Fernseher oder im Stadion sitzen und uns denken eben, oh, bloß kein Rückpass, was soll er denn damit anfangen? Ja, kribbelt ist bei ihm wahrscheinlich auch und denkt sich, oh, Ball. Oh. Ja, so, ich hoffe nur, dass sich das im Stadion nicht ausprägt. Ich kann mich noch an Pascal Borel erinnern, wenn da der Ball zurückgespielt worden ist. Hast du jetzt wirklich gerade Pavlenkas mit Pascal Borel verglichen? Nein, ich habe ihn nicht verglichen. Ich habe nur gesagt, ich kann mich daran erinnern, was da passiert. Ich hoffe, dass sich das nicht wiederholt, weil das war unschön. Das war nicht. Was das, denn genau? Naja, wenn ein Rückpass kam und er hat ihn aufgenommen, oder beziehungsweise hat da was ordentliches mitgemacht, dann wurde quasi hämisch applaudiert. Ach so, okay. So nach dem Motto, wow, jetzt hat er doch was hingekriegt. Also Pavlas ist ein wirklich richtig guter Torwart auf der Linie. Da sind wir uns alle total einig. Ja. Ich verstehe allerdings auch nicht, warum man sich da nicht am Fuß wirklich weiterentwickelt. Ich meine, ich sehe das. Die trainieren kann man das nicht lernen? Kann doch, man das nicht lernen? Ja, aber irgendwo ist dann doch der Druck. Da kannst du trainieren und trainieren und trainieren. Es ist im Kopf. Es passiert im Kopf. Genau. Ja, okay. Ja, wir drücken die Daumen, dass es einfach besser wird. Hoffe ich jede Woche. So, aber er hat zu null gespielt. Ja, und ich fand ihn gegen Stuttgart, er holte auch regelmäßig Dinger raus. Und der nochmal, das hat er auch schon oft genug getan. Also er hat sich auch verdient, dass man ihn da ein bisschen Ruhe lässt und ihm vielleicht auch einfach zugesteht, naja, mit dem Fuß nicht der Beste, soll aber ja auch Bälle halten. Und das macht er regelmäßig sehr, sehr gut. Es wäre jetzt spannend, was passieren würde, wenn ein Torwart eine Nummer 2 verpflichtet würde. Will man ja nicht. Man will ja Zetti behalten und so richtig Druck macht der auch nicht. Damit haben wir die Frage vielleicht beantwortet. Na ja, gut, der wird sich im Training anbieten. Wie soll der denn auch mehr Druck machen? So, soll der Offenlinie da irgendwie auf der Bank wedeln und sagen, wechsel mich ein, Trainer, wechsel mich ein? Ja, auch nicht. Ja, geil. Also ja, warten wir es mal ab. Also ich würde Zetti gerne behalten, wenn ich mir das persönlich aussuchen könnte. Pavlas aber genauso. Und ja, sind guter Dinge. Du willst wieder nichts ändern, ne? Ich mag Veränderung nicht. Ja. Wer mag denn schon Veränderung? Hey, komm schon. So, Ole Werner hat noch eine Frage, klar, wie immer. Wollt ihr noch was zum Gegner wissen eigentlich? Ja, diesmal tatsächlich schon, und zwar von Brave Danny Boy. Wer macht denn jetzt am Samstag in der 95. Minute das 3:2? Ja, geht natürlich um den hier, ne? Der Schotte mit dem Bart! Er jedenfalls nicht. Komm, lass uns auch die Frage runterbrechen, was ist denn gegen Dortmund drin? In aller Kürze bitte, Björn, uns läuft die Zeit davon, wie so oft. Einiges. Ja? Ja. Die Dortmunder haben sich zwar ein bisschen stabilisiert, ja. Aber das ist genau der richtige Zeitpunkt, finde ich. Immer dann, wenn du bei Dortmund denkst, sie sind in der Spur, dann passiert was. Ja, geht das nicht auch im Zweifel für den SV Werder Bremen? Also immer, wenn du denkst, jetzt läuft, dann kommt wieder irgendwas. Ja, aber dann nicht gegen Dortmund. Nee, das ist so ein Ding. Oh, freue ich mich richtig drauf. Ja. Freue mich auch drauf. Habe ich richtig Bock. Hoffen wir, dass die sofort anhält. So, Werder Dortmund war schon immer so. Ja, sehen wir dann am Samstag, 17.20 Uhr in etwa. Achso, und jetzt müssen wir uns ja noch. Komm, wer ist denn da? Wer schießt das 3:2? Geht natürlich genau so aus. Maximilian Philipp, weil es so einfach ist, sage ich das jetzt. Nee, das glaube ich nicht. Kommt rein, hinten raus nochmal. Nee. Warum nicht? Ja, wir werden kommen, leg dich fest, schneller. Das ist Ehrendingschiedsstyle. Ja, wird beides nicht passieren, wissen wir alle. Aber hier doch. Soll ja ein bisschen Schub rein. Übrigens noch ganz bemerken, wir jetzt ganz viele Fragen. Geiler wäre übrigens, wenn Pavlenka das Ding da machen. Ist das live? Ey, schneid das raus. Hast du mich unterbrochen? Ich wollte nur sagen, ganz viele Fragen zum Lachstrikot. Wer da hat in diesem Lachstrikot, da hinten liegt es, noch nicht verloren? Wer da und das Lachstrikot? Läuft einfach und es gibt die Nachfrage, ob wir nicht eine Petition starten können, dass wer da über die Saison hinaus weiter mit diesem Lachstrikot spielt. Eigentlich immer mit diesem Lachstrikot spielt. So, das ja, aber dann können wir leider nichts machen. Was sollen wir da machen? Wäre natürlich geil, wer da soll immer gewinnen, wollen wir alle. So, was ich eigentlich sagen wollte, alle Fragen hier für den Moment beantwortet. Sieh doch Ole Werner so. Jetzt weiß ich über alles Bescheid. Nee, stimmt eigentlich nicht, denn eigentlich ist es hier so wie immer. Jetzt war es doch lang, ne? Lang und trotzdem wieder unkonkret. Ja, was anderes gibt es hier nicht. Bleibt mir uns nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören. Lasst wie immer die fetten 5-Sterne-Bewertung da. Alles andere wird gelöscht. Wir sind bei Spotify, Deezer, Instagram, Twitter, allen Podcatchern, YouTube natürlich. Da guckt ihr das im Zweifel gerade. Bleibt uns gewogen, bleibt gesund. Björn, vielen Dank für deine Zeit. Wir machen hier jetzt dicht, ne? Und auch Ole Werner sagt Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
Tschüss.